Hallo allerseits, willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Moni. Das Auto ist heutzutage für viele Menschen ein notwendiges Verkehrsmittel und die Erwartungen an die Autos sind auch immer höher. Das Auto soll nicht nur leistungsstark und sicher sein, sondern auch umweltfreundlich und intelligent. Welche Überraschung hat der deutsche Autobauer für uns bereit gehalten? Lassen Sie uns heute gemeinsam die Antwort finden. Heute besuchen wir CARIAD vom deutschen Autogiganten VW. Es geht hier vor allem um Softwaretechnologie und Innovation. CARIAD widmet sich der Softwareinnovation im Automobilbereich mit dem Ziel, den Verbrauchern ein intelligenteres, sicheres und nachhaltigeres Mobilitätserlebnis zu bieten. Hey, 能不能请您简单的跟我们介绍一下大众集团近年来的一些技术创新，哪些贴合本土化用户需求的产品呢？请您给我们介绍一下。近年来呢，智能电动汽车整个市场非常非常活跃，中国消费者对于智能化技术以及智能化体验需求也非常的强烈。在这样的一个充满机遇的市场里面，大众集团也在中国为中国做出了非常多的研发的创新的工作以及研发实力的增强。 那么我们现在取得了哪些比较显著的成果呢？您能给我们分享一下？比如说人工智能助手，以及面向智能体验的这个场景模式，以及在线和车载的游戏，非常多面向中国年轻消费者喜欢的智能网联的产品会不断的从今天开始推向市场。 Nach der Erklärung von Dr. Sunbin ist sehr gespannt auf Ihre Forschung. Lassen wir uns mal einen Blick darauf werfen. Los geht's!一来就看到了咱们这个大名鼎鼎的原创魔方，能不能今天请您跟我介绍介绍？好的，没问题。请上我们的魔方，我来给你做一个特别的介绍。好的，谢谢。原创魔方是我们面向中国市场做本土化创新的一个孵化器平台，给我们的是可以最先体验到咱们的最新的创意和对。国内的年轻消费者已经把智能网联汽车。 从一个出行工具变成了一个智能移动空间的这样的一个概念，所以像您这样的年轻人，跟朋友或者家人在出行的时候，有的时候需要放松一下啊，有的时候要调节气氛，所以这个就是我们为年轻人打造的一个DJ mode， 我们叫 Beats， 实际上就是在车内营造一种非常欢快活跃的沉浸式的一个休闲的这样的一个体验空间的这样的一个应用。 Es gibt hier sogar eine Animation, oder? 那另外一个呢，我们想今天，给您介绍的就是GameBase，在中国的话，它把手机上的游戏呢和我们的智能车载空间能够非常好的结合在一起，就是在我们的智能车辆里面，可以把我们的音响，然后大屏幕，甚至我们的空调系统，内饰灯座椅系统能够充分的调动起来。 打造一个非常沉浸式的一个游戏体验。我很好奇这是怎么实现的。好，那我们来体验一下。好的，好的。我的座椅动。啊 ，das Game ist sehr interessant, aber ich bin nicht gut. Das Erlebnis heute ist sehr fesselnd. Die Kombination aus Fahrzeug-Infotainment-Systemen mit mobilen Geräten und intelligenten Software bietet dem Benutzer ein intelligenteres und reichhaltiges und intensiveres Unterhaltungserlebnis. Man kann davon ausgehen, dass das Auto in der Zukunft nicht mehr ein Verkehrsmittel, sondern ein intelligenter, mobiler Raum für die Menschen sein wird.